Hi und Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich einen Adventskalender für dich. Oh Wunder, an einem Sonntag, wie schon seit Wochen, belästige ich dich mit meinen Adventskalender-Videos, aber ich liebe Adventskalender immer noch, ja. Diesen Adventskalender habe ich bei einem Haul letztens gefunden. Das Video dazu findest du auf jeden Fall auch in der Infobox, und zwar beim Action. Dieser Kalender ist vom Action, den habe ich für einen Zehner dort gekauft, von der Marke Max & More. Ist so ein bisschen die günstige Marke von dort einfach. Und ich meine, für einen Zehner kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen und ich bin extrem gespannt, was der Kalender so kann. Ich werde natürlich am Ende die Produkte, wenn alles ausgepackt ist, in einem extra Video natürlich noch reviewen und ausprobieren. So wie diesen Look auch. Dieser Look hier ist komplett, soweit irgendwie möglich, von dem Catrice Adventskalender. Und auch hierzu gibt es natürlich ein Video, das ich letztens auf meinem Kanal online gestellt habe. Das heißt, wenn du das Tutorial zu diesem Look haben möchtest, schau einfach in die Infobox. Wir legen auf jeden Fall los mit diesem Kalender. Ich bin sehr gespannt. Aus der Nummer 1 kommt direkt mal ein Nagellack. Hier ist ein schöner Nagellack, muss ich sagen. So ein Weinrot. Aber trotz allem, Nagellack ist immer so eine Sache. Ich sag nur Hashtag Essence Adventskalender. Mehr sage ich mal dazu lieber nicht. Ne? Die Nummer 2, ja, ist eine kleine Mini-Eyeshadow-Palette, die nicht rausgehen möchte. Hier haben wir einmal hellgrau, dunkelgrau, ein ganz, ganz helles Grau und ein Violett. Das ist immer praktisch. Klar, diese kleinen Mini-Popel-Palettchen hier, die sind immer so ein bisschen unpraktisch, finde ich, weil sie sind halt so mit so einem Deckel, der einfach so drauf gesteckt ist und der fliegt öfters mal so ein bisschen weg. Ja, ich weiß nicht, also. Aber trotz allem als Reisegröße natürlich super. Also gerade wenn ich bin ja sowieso ohne Ende in Hotels unterwegs. Und da nehme ich ganz gern sowas mit, weil wenn ich es verliere oder es mir auch jemand klaut oder irgendwas passiert damit, ist es einfach nicht so schlimm, es tut mir nicht so weh. Die Nummer 3 ist ein ganz bisschen größer und hier haben wir Nagelsticker, sind es, soweit ich erkennen kann. So Nagelsticker mit so kleinen Pünktchen und Sternchen und Rautchen und verschiedenen Sachen, aber ja, passend zum Nagellack, aber auch hier wieder, ne, brauchen wir nicht unbedingt, ne? In der Nummer 4 haben wir einen Lip Liner. Das finde ich eigentlich echt cool. Und die Farbe ist so ein dunkles Bordeaux. Die ist wirklich sehr schön. Also da bin ich gespannt drauf. Und das ist sowas, das kann man auch wirklich brauchen. Wenn der jetzt noch was taugt, finde ich es cool. In der Nummer 5 war ein kleiner Lippenbalsam. Das ist cool, finde ich. Und zwar gerade für die Winterzeit. Meine Lippen, die sind sowieso sehr pflegebedürftig. Im Winter sowieso gleich 5-mal noch. Und hier haben wir mit Jojobaöl einen kleinen Lippenbalsam. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Lass mal dran riechen. Also er ist farblos auf jeden Fall. Und er riecht eigentlich nicht wirklich intensiv. Er riecht eigentlich mehr so nach einem typischen Labello-Ding. Aber trotz allem, ich meine, Jojobaöl klingt gut. Kann man immer brauchen für den Winter. In der Nummer 6 haben wir einen Lippenstift. Und zwar in der Farbe, ist so eine Farbe, 303 Desert Kiss. Ist auch hier eine schöne Farbe. Ich glaube, da haben sie sich was dabei gedacht tatsächlich. Und zwar zusammen mit dem Lip Liner. Schau mal. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Wir werden das Ganze natürlich wieder swatchen. Hier. Schau mal. Oh doch, der ist ja sehr, sehr rot. Der ist deutlich roter, als er hier rauskommt. Hier wirkt er richtig mehr, ja, mehr so nude-tonig, ja. Er ist deutlich roter. Aber ja, mal schauen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, ja gut, das ist jetzt auch, es ist nicht so viel roter als den, den ich jetzt gerade trage. Also, kann gut funktionieren. Werde ich auf jeden Fall testen. Die Nummer 7 ist nochmal ein Nagellack. Hier haben wir wieder einen glitzernden, dieses Mal so ein Cremeweiß. Ist eine Farbe, die man auf jeden Fall besser benutzen kann als das Weinrot. Von daher ist schon okay. In der Nummer 8 haben wir einen Mascara Lash Extension Ultra Curl in Length. Lass mal schauen. Hier ist so eine klassische Bürste auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Sie ist so leicht gebogen, wie ich damit klarkomme. Ich mag ja diese nicht bürstigen Bürsten, sondern diese Gummibürsten so ein bisschen. Du weißt Bescheid, der orangene, heilige Essence Mascara, mein absoluter Favorite all time für die letzten 50.000 Jahre, ja. Aber der hier ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, ein Mascara ist auf jeden Fall sinnvoll. Vor allem, wenn man das verschenkt, so als Basic-Paket. Ich bin ja immer so ein Fan davon, wenn einfach möglichst viele Produkte drin sind und möglichst viel vom Gesicht damit abgedeckt wird. Das werden wir nachher am Ende auch abchecken, wie viel davon tatsächlich abgedeckt werden kann. Aber Mascara sind gut. In der Nummer 9 ist ein kleiner Spitzer. Der ist praktisch für den Lip Liner. Klar, natürlich nicht so cool in so einem Kalender, aber unter dem Motto Komplettpaket auf jeden Fall vertretbar. In der Nummer 10 haben wir diese kleinen Nagelbleckchen.
Kleberchen, Kristallchen. Nail Jewels auf jeden Fall. Mir fällt gerade tatsächlich kein deutsches Wort dazu ein. Einfach so Aufkleber für die Nägel. Ist jetzt nichts, was ich mir persönlich drauf machen würde. Allein schon, weil die sind natürlich hier erhaben auf dem Nagel. Und dann kommst du einmal irgendwo hin, bam, weg mit den Dingern. Aber für Kinder oder für welche, die jetzt gerade irgendwie in ihrer Phase der Austestung sind, ja, was dieses Bereich angeht, auf jeden Fall nicht schlecht. Eine coole Sache und besser als Sticker, denke ich mal. In der Nummer 11, das Teil ist riesig lang und ich sehe da was absolut Cooles dran, muss ich sagen. Schon mal. Das ist ein Augenbrauenpinsel und was mega geil ist, schau mal. Der hat hier, hat er eine Bürste und auf der anderen Seite hat er in der Kappe, die den Stift abdeckt, ist direkt der Spitze mit drin für diesen Stift. In dem Moment muss ich sagen, ein bisschen schwachsinnig, dass diese Spitze auch drin ist, weil der Stift vom Lip Liner und der Stift vom Augenbrauenpinsel ist ganz genau gleich dick. Da könntest du den hier damit spitzen, ja, also das macht den Spitz so ein bisschen überflüssig. Aber, also das finde ich cool, das habe ich noch bei keinem anderen gesehen. Die Idee ist ja mal Hammer. In der Nummer 12 habe ich einen Kajal gefunden in einem leicht rötlichen Goldbraun. Lass mal den austesten hier. Ah, so ein, doch, so ein kleiner Schimmer hat er auf jeden Fall. Coole Sache. Also, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich vielleicht eher als braunen Lip Liner benutzen. Er ist sehr weich. Als das Kajal, wobei er als Kajal, kann das nicht so schlecht sein. Ich meine, einen braunen Kajal müsste ich mal testen. Habe ich auch noch nicht probiert. Die 13 ist wieder ein gutes Stück größer. Hier haben wir einen Bronzer. Und zwar in Full Size sogar. Ich muss sagen, der ist sehr dunkel. Also, schau mal. Der ist... Oh ja, ja, das. Ja, das. Ja. Nee, warte mal, warte mal. Der wirkt, also ich finde, der wirkt auf den ersten Blick, wirkt der abnormal dunkel. Wenn ich den jetzt hier aber so swatche, ne? Schau mal. Den siehst du kaum. Der ist nicht so dunkel. Also, das ist so ein Produkt, wo wirklich auf den ersten Blick total täuscht. Da bin ich echt mega gespannt, den auszuprobieren. In der Nummer 14 haben wir nochmal einen Lippenstift. Und zwar dieses Mal so ein leicht bräunlicher, violetter Ton. Ich bin mal gespannt. Wir swatchen natürlich wieder. Ja, das ist tatsächlich so ein leicht bräunlicher Ton. Und ist auch relativ ähnlich, wie er hier rauskommt. Also der ist nicht ganz so unterschiedlich, was den Blick und den Effekt tatsächlich auf den Lippen angeht, beziehungsweise auf der Haut. Die Nummer 15 ist noch einmal ein Lip Liner. Dieses Mal in einem rötlicheren Bordeaux. Ich mache ihn mal daneben. Jawohl, der passt perfekt. Schau mal, der passt perfekt hier zu diesem Lippenstift. Also den kannst du wirklich direkt mit dem Lippenstift kombinieren. Absolut perfekt. Ich glaube, der andere... Lass mal den anderen noch anschauen. Warte mal, wenn ich jetzt hier gerade so bin. Ja, doch. Guck mal. Das ist jetzt der obere, ist quasi dieser andere Lip Liner. Den kannst du mit dem unteren Lippenstift kombinieren und diese von gerade kannst du mit dem ersten Lippenstift kombinieren. Also die passen perfekt zusammen. Da haben wir auf jeden Fall jeweils Lip Liner und Lippenstift gemeinsam. Die Nummer 16 ist nichts Besonderes, einfach eine kleine Nagelfeile und auch ziemlich langweilig gestaltet mit schwarz ohne Griff. Beide Seiten genau gleich rau, also das ist sowas, wo man nicht braucht. Die Nummer 17 war so ein winzig kleines süßes Kästchen und da kommt ein winzig kleines süßes Püderchen raus. Ist ein Schimmerpowder in einer winzig kleinen Verpackung. Also den hätten sie wirklich ein bisschen größer machen können oder einfach normalen Puder reinschmeißen. Ich meine, was soll ich denn damit, mal ehrlich? Die Nummer 18 hat nochmal einen Lippenbalsam. Da sind auf jeden Fall die Lippen definitiv im Winter vorbereitet. Die sind sehr danach bedacht, eure Lippen zu pflegen anscheinend. Dieses Mal Coconut Oil, auch hier wieder farbundurchsichtig, beziehungsweise nicht farbundurchsichtig, wie sagt man das, Leute, ne? Transparent, ohne Farbe, farblos auf jeden Fall. Riecht genau gleich wie der andere, witzigerweise riecht einfach nach nichts. In der Nummer 19 war dieser winzig, winzig kleine Pinsel. Der ist so dermaßen unnötig, ist so ein richtiges Reisepinsel-Ding, ja. Ich meine, klar, als Puder und so weiter, aber nicht unbedingt. Der ist relativ hart für einen Puderpinsel, ich weiß nicht, aber sie hätten wenigstens einen kleinen Stiel hin machen können, weil ich finde das nicht so praktisch. Also das ist sowas, ich glaube, das muss man nicht haben. In der Nummer 20, wir kommen in die Endphase. Das ist cool, da haben wir einmal Highlighter-Drops in so einem leicht rosanen, schimmrigen Ton hier. Also Liquid Highlighter, bin ich mega gespannt. Die Farbe ist 136 Starlight. Da freue ich mich drüber. Die 21 ist mal wieder ein Nagellack.
hier in Silber. Die Nummer 22, ehrlich gesagt gar kein Plan, was das sein soll. Für einen Nagelsticker ist es viel zu groß. Ich glaube, das sind so Face-Gesichts-Augensticker. Die kannst du dir hier irgendwie so ans Auge, kannst du riesige Augenbrauen damit machen. Ich weiß es nicht. Würde auf jeden Fall witzig aussehen, aber ja, ich glaube, die sind so fürs Auge, wie man es nebendran manchmal sieht. Aber das ist sowas, wer trägt denn sowas? Die Nummer 23 ist nochmal ein Stift und zwar dieses Mal ganz klassisch ein schwarzer Kajal. Kommen wir zum Grande Finale, die 24. Und ganz klassisch, wie viele Kalender haben die in den 24er eine Palette gesteckt. Ist jetzt nicht die größte Palette, muss aber auch nicht unbedingt sein. Hier haben wir einmal Eyeshadow Quattro. Ist sogar ein kleiner Applikator mit dabei, das finde ich praktisch. Die Farbauswahl gefällt mir. Haben wir hier einmal ein helles Beige, ein gleich dunkleres Beige oder hellbraun, ein Grau und vor allem so ein Petrolton. Der finde ich richtig cool. Also den finde ich cool. Vor allem, schau mal, mit der Kombination aus diesen beiden Farben hier oder aus diesen, ja, insgesamt 8 Farben, kannst du auf jeden Fall einen Look schminken. Die sind recht cool. Und die Palette hier ist auch relativ klein, kannst du gut mitnehmen. Also die finde ich auf jeden Fall cool. Die finde ich ein bisschen blöd, allein schon wegen der Verpackung. Die ist auf jeden Fall cool. Kommen wir zum Fazit von diesem Kalender. Wir haben was für die Nägel, wir haben was für die Lippen, sogar Lip Liner und Lippenstift. Wir haben Highlighter, wir haben Augenbrauenstift, wir haben Mascara, wir haben Eyeshadow und wir haben sogar noch eine Lippenpflege. Und wir haben noch Kajal und Lip Liner und Bronzer haben wir auch noch. Lip Liner habe ich schon gesagt, aber trotzdem, wir haben viele Lip Liner, deswegen kann man das auch mehrfach erwähnen. Also wir haben tatsächlich, ich muss hier mal rüber gucken, weil ich habe es hier als Haufen aufgeschichtet. Wir haben tatsächlich für nahezu alles, klar, Foundation und so weiter ist jetzt nicht drin, aber das ist doch in keinem Kalender drin, mein Gott. Ansonsten ist wirklich alles drin. Wimpern wäre noch cool gewesen, weil ich weiß, dass Max & More, soweit ich es im Kopf habe, richtig, auch auf jeden Fall falsche Wimpern hat, beziehungsweise es gibt auf jeden Fall beim Action falsche Wimpern, das wäre cool gewesen. Und klar, dieser Schimmerpuder muss jetzt nicht unbedingt sein, ich weiß nicht, wer das ungewöhnlich braucht, aber ist trotzdem nett zum Ausprobieren mal. Was halt komplett Nonsens ist, ist einmal Nagelsticker, ich meine, das benutzt halt einfach keiner und vor allem dieses Zeugs hier. Diese riesigen Klebesteinchen aus Blattstich, die benutzt kein Schwein. Also die sind sowas, wo ich sage, so boah, völlig unnötig, also kompletter Müll. Die Nagelsticker, ja gut, okay, es ist ein Ding. Ansonsten die Feile muss nicht unbedingt sein, ist aber wenigstens was Praktisches, wenn ihr schon Nagellack drin habt. Und dieser Pinsel hier, klar, wenn es natürlich irgendwie hier unterwegs muss sein, aber muss, ja, der Pinsel ist einfach unpraktisch, sag mal selber, wie es ist, ja. Ansonsten muss ich sagen, ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir haben hier gerade einen Zehner dafür hingelegt, das ist einfach mal gar nichts, ne. Und dafür muss ich sagen, ohne jetzt die Qualität der Produkte bei der Anwendung zu beurteilen, aber nur die Produkte, wie sie jetzt hier so drin waren, muss ich sagen, das ist ein Zehner echt in Ordnung gewesen. Und für einen Zehner kann man das wirklich verschenken. Gibt auch wieder ein schönes Basisset. Keine zu heftigen Farben, also kein extremes Knallrot, keine giftgrüne Lidschatten oder sowas. Also nichts, was irgendwie so abnormal extrem ist. Und wirklich Sachen, die man irgendwo auch benutzen kann. Also so ein schönes Basisset für, ich würde sagen, ein bisschen jüngere Menschen vielleicht, ich sage jetzt nicht jüngere Frauen, es gibt ja auch Männer, die sich schminken und ist ja völlig in Ordnung, finde ich cool, aber einfach für jüngeres, ja, Publikum, sage ich mal, ne? Also mir persönlich gefallen die Sachen schon auch sehr gut, aber gerade die Sticker auf meine Nägel und so weiter haben da einfach nichts verloren drin, daher, ja. Wenn ich jetzt irgendwie eine Schwester oder sowas hätte, die vielleicht, keine Ahnung, 14, 15 oder sowas ist, ja, habe ich leider nicht, ich bin ja das einsame Einzelkind, Mitleid über mich, ja. Aber dann würde ich ihr auf jeden Fall, glaube ich, den Kalender weiter schenken, aber, oder einfach, wenn ihr eine Freundin habt oder einfach selber in dem Alter seid und einfach das verschenkt oder sowas. Für jemand mit, ich bin 25 oder sowas, kann damit nicht so viel anfangen, aber trotz allem sind viele Produkte da drin, die man so mit einbinden kann. Und ich werde natürlich diesen Kalender testen und einen Look damit schminken. Das Video wird irgendwann mit dem Nebsch mal online kommen. Nicht heute, nicht morgen, irgendwann mal auf jeden Fall. Ich verspreche es dir dieses Jahr noch. Und ansonsten kommen natürlich die ganzen anderen Kalender, die ich getestet habe, auch noch online. Ich meine, ich baller dich sowieso zu mit Make-up-Videos momentan ohne Ende. Ich hoffe, du verzeihst mir das, wenn du einfach nicht so in dem Thema drin bist, aber das ist halt einfach so momentan. Du weißt ja, die Wand ist heute gerade nicht da und ich muss was anderes tun, ja. Und vor allem bin ich ja immer noch daheim. Also jetzt, wo ich gerade dieses Video drehe, bin ich daheim immer noch wegen meiner OP und darf nicht viel machen, außer sitzen und reden, ja. Und da bietet sich das so wunderbar an, hier zu sitzen und zu reden über Make-up und sich zu schminken. Und das ist halt einfach perfekt. Deswegen labe ich nicht zu mit diesem Thema. Ich hoffe, du hast mich dafür nicht, ja. Egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir dieses Video wieder gefallen hat. Einen Kalender habe ich noch, auch vom Action.
kleiner Spoiler. Was heißt Spoiler? Gut, ich habe es ja schon verraten. In diesem Haul-Video habe ich es ja eigentlich schon verraten, aber ist egal. Trotz allem, wenn du es nicht gesehen hast, lass dich entweder überraschen oder schau das Video in deinem Nachhinein noch an. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss!